RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. Ja, sind dies die letzten Sonnenstrahlen des Sommers? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hätte man sich auch am Samstag beim Bregenzer Hafenfest einige Sonnenstrahlen gewünscht. Ein festliches Miteinander war es aber trotzdem. Wenn das Wetter nicht passt, dann müssen die mir das halt wieder machen. Petrus hatte dieses Jahr kein Erbarmen mit den Organisatoren des Hafenfestes in Bregenz. Doch viele Besucher trotzten dem Regen und kamen dennoch in die Landeshauptstadt. Die Grundidee ist eigentlich wirklich hier mal ein bisschen ein breiteres Format, Eventformat zu gestalten, wo wirklich sehr viele Menschen anspricht. Nicht nur den Bregenzer, die Bregenzerin, sondern eben auch überregional, dass wirklich Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz kommen. Und wie man sieht, es funktioniert, außer eben das Wetter spielt nicht mit. Natürlich hat man auf Sonnenschein gehofft, jedoch nach der Hitzewelle tut auch ein wenig Abkühlung gut. Nach dem Sommer ist schon jeder froh, wenn er mal Regen kommt jetzt. Das ist halt jetzt gerade das Wochenende kommt, ist schon ein bisschen blöd. Aber es freut sich, glaube ich, jeder über den Regen. Und darum ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Es ist nicht super kalt, es regnet jetzt nicht in Strömen. Somit alles gut, die Leute sind gut drauf. Die Stimmung passte also unter den rund 9000 Besuchern. Mit Regenschirmen bewaffnet wurde ordentlich das Tanzbein geschwungen. Und auch das ein oder andere Bierchen gezwitschert. Die Gastronomen strengen sich sehr, sehr an, entwerfen immer wieder tolle gastronomische Angebote und es wird auch sehr geschätzt von den Kunden. Der Hashtag Visit Bregenz funktioniert also prächtig. Es ist Tradition, es gehört zur Stadt, es gehört zu den Leuten. In dem Fall, es sind auch viele Touristen da. Wenn man sich das einfach eintollt, keine Ahnung, sie sind einfach da. Und es gibt gutes Essen natürlich, es gibt ein gutes Bierle. Bier und Musik. Was braucht der gepflogene Vorarlberger denn mehr? Ach ja. Den See. Besonders macht sicherlich die Location direkt am Wasser, direkt am See. Die Stimmung, dass halt da einfach auch was passiert, denn auch die ganze Bregenzer Gastronomie, aber nicht nur Bregenzer Gastronomie, sondern im Prinzip die Stände, die sich da zusammentun und miteinander versuchen, ein attraktives Angebot für die Besucher, wo überall herkommen, eigentlich zum Schaffen, nicht nur aus Vorarlberg. Und ist einfach ein schönes Fest, wo die Gastronomen zusammenarbeiten mit dem Stadtmarketing, mit der Stadt Bregenz, Vielseitigkeit geboten wird und das an einer der schönsten Plätze Vorarlberg. Der Bodensee wird auch nächstes Jahr noch Wasser haben. Ein bisschen weniger Wasser von oben wäre fürs nächste Hafenfest 2019 wünschenswert. Also liebe Bregenzer, fleißig zu Petrus beten. Etwas besser hat man es in Dornbirn erwischt, denn beim Urbikus Stadtfest gab es neben Seifenblasen und einigen Sonnenstrahlen doch viel zu sehen. Urbikus. Zum vierten Mal ging das Dornbirner Stadtfest mit dem interessanten Namen über die Bühne. Das Fest ist der Nachfolger der 25 Jahre Fußgängerzone-Feier. Viele Dornbirnerinnen und Dornbirner tummelten sich auf dem Marktplatz. Ja, Urbikus war eigentlich eine Wortkreation damals. Wir haben einfach Wähler für unsere Dornbirner und alle Gäste, die natürlich kommen, der tolle Stadtfest machen. Und Urbikus kommt eigentlich ursprünglich aus dem Lateinischen natürlich mit C geschrieben und heißt der Stadt zugehörig, urban. Kennt man vielleicht. Und wir haben gesagt, Urbi Kuss mit K-U-S-S. Wir küssen die Stadt, wir fühlen uns wohl in unserer Stadt. Und das war so eine Wortkreation, wo immer der Namen geboren hat. Wohlfühlen in Dornbirn. Dieses Motto stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Ein großes Rahmenprogramm begeisterte die Gäste. Also es startet in der Morgen früh schon mit der Salzstängel-Verteilaktion. Nachher haben viele öffentliche Institutionen einen kostenlosen Eintritt, wie zum Beispiel in Natura, Stadtbad, der Stadtbus kann man gratis nutzen. Es gibt besondere Aktionen im Museum, im Stadtmuseum, in der Bücherei.
Auch für die kleineren Besucher war jede Menge dabei. Im Seifenblasenbad über den Marktplatz toben, ja, das hat schon seinen Reiz. Es soll ein Fest sein für alle Dornbirnerinnen und Dornbirner. Die Stadt soll sich öffnen und daher die Stadt küssen. Einen dicken Knutschfleck verpassen die über 8000 Besucher der Dornbirner Innenstadt. Aber kommt man bei so vielen Attraktionen als Bürgermeisterin nicht voll in den Stress? Also ich wäre natürlich überall wie möglich dabei. Ich wäre jetzt den ganzen Nachmittag natürlich an den verschiedenen Stationen, sehe ein bisschen schon, wie es läuft, ein bisschen Leute treffen hoffentlich und das Fest auch genießen. Ein wahrer Genuss, der Urbikus. Auch in der größten Stadt Vorarlbergs, aber etwas mehr in den Bergen, da gibt es eine weitere faszinierende Umgebung. Unter Wanderern und Bärenliebhabern sicherlich bekannt ist das wundervolle Dornbirner Forer Moos. Kleiner Natursee, in dem sich die Birken und Föhren spiegeln. Das ist das Forer Moos. Gleich westlich vom Bödele liegt es und ist ein kleiner Geheimtipp für einen gemütlichen Spaziergang. In der noch weitgehend intakten Hochmoorlandschaft tummeln sich Libellen und kleine Frösche. Seit 1974 ist das Forer Moos unter Naturschutz und die Dornbirner in Natura erforscht dort die Fauna der Wirbellosen, deren Arten sich im Moor besonders wohlfühlen. Ein kleiner Wanderweg führt in das Forer Moos. Hier spaziert man zwischen Birken und niedrigen Latschen und immer wieder trifft man auf Moortümpel. Weiche Moorpolster kuscheln sich an den nassen Boden. Die unterschiedlichsten Pflanzen finden sich hier zu einer urtümlichen Landschaft zusammen. Zwergsträucher durchbrechen das sumpfige Landschaftsgebiet. Hochmoor sorgt nur der Regen für Feuchtigkeit, kein Grundwasser, das der Flora hier Leben spendet. Nährstoffe sind Mangelware. Nur speziell angepasste Arten können diesen Widrigkeiten trotzen. Bäume haben es in Mooren besonders schwer. Im weichen Torf finden ihre Wurzeln kaum Halt. Sauerstoff und Nährstoffe sind im wassergesättigten Boden knapp. Moorbirke, Spirke und Latsche zählen zu diesen Überlebenskünstlern. Sie wachsen aber nur langsam und zeigen oft einen gedrungenen, knorrigen Wuchs.
Für uns offenbart sich aber dadurch eine Landschaft wie aus einem Märchenbuch. Wenn Gnome und Kobolde auf dem moosbehafteten Boden neben dem kleinen See tanzen und Frechheiten aushecken. Wir würden uns wenig wundern. Das Forammoos beim Bödele. Eine landschaftliche Besonderheit, die zu jeder Jahreszeit den Spaziergänger und Wanderer in seinen Bann zieht. Dass die Sonne bald weg ist, mag wohl die Bergliebhaber stören, die Haser Handballer wohl eher weniger. Denn sie bereiten sich in der Halle aktuell auf die neue Saison vor. Und im Teufelstalk spricht nun Michi Knaut mit seinem neuen Coach Klaus Gärtner über die kommende Saison. Recht herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk. Bei mir zu Gast der neue Cheftrainer Klaus Gärtner. Klaus, du bist ja seit Juli offiziell neu im Amt als Cheftrainer der HLA-Mannschaft. Wie ist die Vorbereitung verlaufen und wie zufrieden bist du jetzt mit der neuen Mannschaft? Ja, Vorbereitung, glaube ich, haben viele schon mitgekriegt, dass es ein bisschen durchwachsen war aufgrund von Verletzungen. Aber mir macht es richtig viel Spaß mit der Mannschaft. Mannschaft ist echt pflegeleicht, trainiert super, alles gut, bis auf die Verletzten, die hoffentlich bald alle wieder zurückkommen, damit wir richtig angreifen können. Wie konntest du dich bis jetzt in Haad am Bodensee bzw. im Ländle einleben? Zufrieden mit der neuen Heimat? Also ich finde es hier super. Meine Frau und ich haben schon viele Touren hier unternommen. Wir waren schon wandern, wir waren auf der Karnisfluh, wir sind hier mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, wir waren in Ebnit, wir waren auf dem Karren, wir waren auf dem Staufen. Wir haben schon einiges gesehen und die Region gefällt uns überragend. Lässt sich gut leben hier. Perfekt. Mit dem Supercup konnte ja gleich auch der erste Titel geholt werden. Nach all den Strapazen, wie schon angesprochen in der Vorbereitung, was Verletzungen betrifft, hast du das für möglich gehalten? Eigentlich nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe vor dem Spiel gesagt, es gibt zwei Optionen für dieses Spiel. Entweder wir verlieren relativ deutlich oder es wird ein enges Match bis zum Schluss, was es ja danach gab. Aber eigentlich muss man der Mannschaft ein Kompliment machen, dass die Mannschaft das im Prinzip kämpferisch so gelöst hat. War ja von uns nicht zu erwarten, dass wir spielerisch irgendwie glänzen. Und die Mannschaft hat es aber kämpferisch überragend gemacht. Und ich glaube, wir sind mit dem letzten Tropfen Sprit über die Ziellinie dann gegangen und hätte auch nicht viel länger gehen dürfen. Aber es war verdient, denke ich, weil wir waren von Anfang an, glaube ich, in Führung. Ich glaube, die Fivers waren, glaube ich, zweimal in Führung, der Rest waren wir in Führung. Und damit war es meiner Meinung nach auch verdient für uns. Was macht Klaus Gärtner, wenn er sich nicht mit dem Handball beschäftigt? Na gut, das habe ich ja, glaube ich, eine Frage vorher schon beantwortet. Ich bin eigentlich viel draußen. So der Wassermensch bin ich jetzt nicht. Wobei ich jetzt schon zwei, dreimal am Bodensee war. Das ist schon mehr, wie ich in Flensburg im Wasser war. Zum Glück ist kein Salzwasser. Süßwasser kommt mir dann doch mehr entgegen. Also immer draußen, im Mountainbike, wandern. Jetzt hoffentlich ja dann irgendwann mal Skifahren, wenn Zeit dafür ist. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut. Also ich bin eher so der Outdoor-Typ. Die Saison hat ja gerade erst begonnen und geht noch sehr lange. Setzt man sich da kleine Zieletappen oder gibt es insgeheim mehrere große Ziele, was du gerne erreichen würdest mit dem Alpla HC Haad?
Ja, sicherlich hat man Träume, was man irgendwann mal erreichen will, wo man irgendwann mal hinkommen will. Unser Zielsetzungsgespräch steht ja noch aus. Das wird jetzt vor dem ersten Spiel gegen Krems dann noch stattfinden, dass wir mit der Mannschaft das einfach mal besprechen, wo wir uns sehen, wo wir hinwollen. Ich denke, dass wir auf jeden Fall realistische Zwischenziele setzen müssen, dass wir natürlich so lange wie möglich dabei sein wollen am Ende der Saison, ist klar. Aber das hängt ja auch alles so ein bisschen von den Verletzungen, wie die Spieler zurückkommen, so ein bisschen ab. Ja, es hängt ja nicht nur von uns ab, sondern es hängt auch von den Gegnern ab, sicherlich, was die machen. Aber wir werden da kleine Ziele setzen, erstmal so orientiert auch am Saisonverlauf. Wir haben einen Grunddurchgang, wir haben eine Bonusrunde, wir haben dann hoffentlich Playoffs. Und da werden wir uns dann nach und nach immer wieder zusammensetzen und werden die Ziele dann entsprechend definieren, die wir haben. Dann sage ich vielen Dank, Klaus, für die Zeit. Und das war's für heute beim Teufelstalk. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Teufelsarena in Hart. Das war's hier vom RCV Vorarlberg Magazin. Von Festen über die Natur bis hin zum Sport gab es heute wieder einiges zu sehen. Und wir hoffentlich sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiederschauen!